ich nicht Ghosted. Alrighty. Okay. Wir starten rein mit... Weiße Lifted School, honestly, ein geiles Matchup. Ein Matchup, wo ich unironisch halb drauf bin. Ja, same. Ich feier beide Player. Die sind beide unnormal heftig. Deren Charaktere sind stellenweise schon echt anstrengend dagegen zu spielen, aber irgendwie immer beeindruckend beim Zugucken, muss ich ehrlich sagen. Exactly. Besser hätte ich nicht sagen können. Weiß wirklich, der macht Ich weiß, dass du es nicht jetzt besser sagen kannst. Ja, ja. ja, Weiß. Wow! Pickel! So schade, gerade der Stitch-Face bekommen, aber das ist einfach irrelevant. Ist mir gar nicht aufgefallen. So schnell konnte ich gar nicht gucken, so schnell wie Peach weggeflogen sein. Ja. Aber weißt du, ja, ich meine, er macht hier stabiles Setup. Von Lifted Skull habe ich vorhin auch ein Match gesehen. Er war hungrig. Lifted Skull, er spielt da wirklich auch sehr aggressiv. Seine Kombos sind clean. Da ist ultra viel Potenzial hinter. Aber Beißel ist halt wirklich auf einem anderen Level. Also Beißel ist wirklich einer dieser Player, wo man sagen würde, so, das ist 5D-Schach. Ja. So, das sind so auch meine Favorite Player. Zum Beispiel T, bekannter Pac-Man-Player. Mhm. Würde ich sagen, hat auch diese Art von Playstyle. Und Beißel, ich finde das einfach schön, dass man ja auch so jemanden hat. Ja, aber so crazy Setups. Solche besser da kann Deutschland auf jeden Fall. Oh, for sure. Ich weiß gar nicht, ob das 100% true ist. Es würde mich nicht wundern. Ich glaube, das sagen alle immer. Ich glaube, das alle ist das so. Sagen, dann ist das. Dann ist das auch. Wenn du das sagst, was willst du machen? Willst du ein ganzes ein Turnier nur Duckhunt gegen Duckhunt playen lassen? Ist dann einer wins. Ich glaube, das geht so auf Scoring oder so. Ja, safe. Wobei das halt trotzdem. Also, das ist auch nur so ein Duckhunt. Duckhunt ein Turnier. Kannst du entern, wenn du Duckhunt spielst. Mhm. Oh, es sieht wirklich rough aus für Lifted Skull. Und das ist so schade, weil er played halt eigentlich wirklich sehr clean, sehr aggressive. Ja, der Roll Read. Ich meine, da ist man halt einfach in so einer fucking Flipping Zwickmühle. Da ist man halt du rollst auf die Ledge und dann bist du einfach direkt in der fucking Can. Hey, du willst spielen. Wir müssen spielen. So gar nicht on stream. Ja. Ah doch, da ist er. Siehst du ihn? Er ist da unten links mit der roten Mütze. Wer? Ich hab Fred, Bro. Achso, ach. Er ist einfach im Stream, Bro. Okay. Ich, ich hoffe, dass im nächsten Game Lifted Skull noch ein paar mehr Opportunities findet, diese Aggression, diese Kombos nochmal unter Beweis zu stellen. Hab ich mitbekommen. Beißel ist aber auf jeden Fall weiterhin dominant mit den Setups. Und Lifted Skull respektet das Ganze sogar noch deutlich mehr als vorher. Also ich sehe da jetzt gerade eher viel, viel defensiveren Playstyle. Vielleicht besser in dem Matchup. Ja. Wenn das funktioniert, dann ist das der richtige Move. Okay, aber sobald man einmal drin ist, kommen die Kombos natürlich raus. Wichtig. Sieht schon deutlich ausgeglichener aus. Finde ich schön. Okay, nice. Mal wieder ein cooles Setup von Beißel. Obviously. Nice, aber auch gut gekontert. Einfach auf die Map geairdoscht. Nach unten. Ist ausklar. Ja. Oh. Wo will diese Can hin? Ich wüsste nicht mal, was das für einen Sinn hat am Ende, wenn die Can so weit wegfliegt. Aber früher oder später wird es dann immer aufgehen. Deswegen sowas versteht man halt nur, wenn man Duckhunt selber spielt oder wenn man dieses Matchup gut kennt. Ja, die ist wirklich wild. Aber trotzdem, also es ist deutlich down geslowt. Jetzt erst der erste Kill für Beißel. Mhm. Ja, auf jeden Fall, Lifted Skull schlägt sich ein bisschen besser in diesem Spiel. Hat ja auf jeden Fall das höhere Potenzial, hier einen Stock eventuell sogar auf das Game zu bekommen. Stock wäre jetzt schon. Das wäre wild. Ja, jetzt wild. Ich glaube, ist eine gute Position hier, ja. Was als Duckhunt, ich glaube, die Disadvantage ist nicht so geil. Ich meine, klar, man hat die Can, aber Peach hat ja auch viel Pressure durch ihre Turnips und so. Da muss man direkt hinten stehen. Oh, schöner Grab. Richtig schön. Leider kein Kill-Throw. Ich weiß gar nicht. Peach hat sowas wahrscheinlich einfach nicht. Ich glaube auch nicht. Mhm. Aber die Pressure ist auf jeden Fall da. Also ich meine, Beißel jetzt auf 160%. Innerhalb der letzten 2 Minuten eher eine Disadvantage, aber jetzt wird sich das Blatt wenden. Und das ist halt, in dieser Situation möchte man nicht sein. Nein. Oh mein Gott. Man ist nirgendwo sicher vor diesen Dosen. Wobei, also das Mix-Up mit den, Floaten, dass man so ein bisschen die Can einfach per Default dodgen kann. Mhm. Das hilft auf jeden Fall. Ja. Ja, aber ich verstehe es absolut, das ist so overwhelming. Ich weiß gar nicht, wo du hinkommen sollst. Überhaupt nicht. Ja. Yes, sir. Das ist ein Jointer.
Start. Das ist halt so explosiv mit diesen Charakteren, so wirklich. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf jeden Fall. Vielleicht glaube ich auch. Okay, nur falls sich jemand fragt, was das für ein. Frag, wie das Commentary ist. Diese Geschwister, okay? Ja, it makes sense, okay? Das. Okay, alright. Nice. Mhm. Peach mit der Pressure. Pipi. Sagt man so. Da hab ich auch gemisst. Ja. Ja. Ich will jetzt sehen, wie die Peach lifts Skull. Das war richtig böse. Pressure ist einfach zu crazy. Ja. Und Beißel adaptet halt wirklich in Bruchteil einer Sekunde. Ja. Scan hier,